Hey, schon wieder? Manchmal überkommt einen in einer Essstörung einfach so ein unglaublich starkes Verlangen und man steht kurz davor, einen Fressanfall zu haben. Aber mit dieser kleinen Methode, mit der Sie 1000 Euro im Monat dazu verdienen können? Ganz im Ernst, ich habe für mich Methoden und Tricks entwickelt, wie ich den ganzen vorbeugen kann oder was ich in Situationen tun kann, in denen das Verlangen zu erbrechen wirklich sehr stark ist. Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht nur um Zerbrechen, es geht auch um Sachen wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten, denn da kann das Verlangen auch unheimlich groß sein. Ich habe für mich gemerkt, dass solche Gedanken dann immer auftauchen, wenn folgende Punkte zutreffen. Ich bin entweder gestresst, traurig oder wütend. Manchmal ist es auch einfach nur Langeweile oder eine Leere, die ich füllen will. Ich versuche also, unangenehme Gefühle zu verdrängen oder zumindest eine gewisse Zeit lang nicht auf sie achten zu müssen. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich weiß ganz genau, wie schwer es sein kann, so ein Verlangen auch nur 5 Minuten zur Seite zu schieben. Ich werde wütend, ich heule, ich renne fluchend durch meine Wohnung, weil ich in diesen Momenten nicht so sehnlich will, wie der Essstörung Raum geben. Aber dadurch erschaffen wir uns eine sehr negative Gedankenwelt und ich für meinen Teil will das nicht. Deswegen hier 4 Tipps, die mir helfen, wenn ich einmal total am Rad drehe. Nummer 1. Durchatmen. Egal was ihr macht, bleibt stehen, setzt euch hin, haltet inne. Ich weiß, gerade wenn man aufgedreht ist, neigt man dazu, noch mehr Bewegung zu machen und herumzuhampeln, aber dadurch tut man sich selbst keinen Gefallen. Erdet euch erst einmal. Ein Bild, das mir dabei hilft, ist ein Glas mit Erde und Wasser, das gerade ordentlich durchgeschüttelt wurde, bei dem die Erde sich langsam wieder setzt. Ihr könnt auch ein echtes Glas nehmen oder eine Flasche mit Wasser und Erde. Was auch immer hilft, ist erlaubt. Runterkommen. Zweitens, was ist los? Irgendetwas triggert die Essstörung immer. Was war's heute? Hast du dich mit jemandem gestritten? Hast du das Gefühl, versagt zu haben? Vielleicht auch deswegen, weil du glaubst, zu viel gegessen zu haben. Hast du einen Test versemmelt? Kamst du dir unerwünscht vor? Oder hast du Angst und willst dich dem einfach nicht stellen? Es ist immer was los. Pausier dieses Video mal und mach dir kurz Gedanken drüber. Währenddessen mache ich ein YouTube-Pausenbildgesicht. Drittens, gib dir Streicheleinheiten. Ganz im Ernst, nimm dein Tätzchen und streichel dein Frätzchen. Zugegeben, das ist etwas, das man zu Hause etwas freier machen kann als in der Arbeit oder unterwegs. Aber es hilft. Und selbst wenn man unterwegs ist, kann man seine eigene Pfote streicheln oder sich am Arm entlangfahren. Tu dir was Gutes. Kein Mensch macht dauernd Fehler. Und selbst wenn. Fehler sind auch nur ein Beweis dafür, dass man was getan hat. Sei dir selbst ein Freund. Viertens, was kann ich stattdessen tun? Das Verlangen, sich zu erbrechen oder sich zu verletzen, kann unglaublich stark sein. Aber als langjährige Bulimikerin weiß ich ganz genau, dass es nicht bei einem Mal bleibt. Deswegen ist es wichtig, Methoden zu finden, sich von Zeit zu Zeit auch mal einfach abzulenken. Für mich haben sich Dinge wie schlafen gehen, ja, egal wann, denn mir ist lieber, ich schlafe 2 Stunden, als ich übergebe mich 2 Stunden. Klavier spielen, denn dabei kann ich Gefühle rauslassen, aber es kann wirklich alles sein, wo man Gefühle rauslassen kann. Und basteln als hilfreich erwiesen. Denn beim Basteln muss man auf Kleinigkeiten achten und mit etwas Geschick kann man sich dadurch gut ablenken. Behaltet aber im Hinterkopf, das sind meine Methoden, wie ich damit zurande komme. Vielleicht habt ihr andere, vielleicht habt ihr bessere. Solltet ihr Tipps für solche Situationen haben, lasst es mich wissen. Passt auf euch auf.